Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Leute, bevor ich zu unserer Fastkanzlerin komme, Annalena Baerbock, hier noch eine kurze Mitteilung über die Gendersprache. Ihr kennt doch sicherlich Hans-Peter, auch H.B. Baxter genannt. Hyper, hyper, how much is the fish? H.B. Baxter ist der Frontmann von Scooter. Er hat nun seine Meinung über die geschlechtergerechte Sprache kundgetan. Er sagte im Interview mit Radio Hamburg im Zusammenhang mit Gender-Geschlechtersprache. Er findet, das ist Idiotensprache. Damit nicht genug. Gendern finde ich zum Kotzen, so der 57-Jährige. Für ihn wäre dadurch die Sprache ruiniert. Seine Ablehnung gegen das Gendern habe aber nichts damit zu tun, dass man Frauen akzeptiere. Lieber HP, ich schließe mich deiner Aussage an. Und wenn man dann die Umfragen sieht, dass selbst über 60% der Frauen, der befragten Frauen, dieses Rumgegendere doof findet, dann stellen sich mir natürlich Grundsatzfragen. Ein ganzes Land bedient einfach ein paar Handaufzuchten. Also mir persönlich geht das auch tüchtig auf die Nüsse. Naja, gut, kommen wir zu unserer Annalena und der neuen aufstrebenden Volkspartei, die Grünen. So Leute, jetzt haltet euch fest. Die Grünen haben ja mit Annalena und Ronny Habeck zwei Koniferen aufgestellt. Koryphäen. Wo ich mich frage, Junge, wie die das immer hinkriegen. Natürlich gehört zu den Aufgestellten auch ein Wahlprogramm. Und jetzt kurz vor der Bundestagswahl hat die grüne Basis 3000 Änderungsanträge für das Wahlprogramm eingereicht. Leute, 3000 Änderungsanträge für das Wahlprogramm, was jetzt eigentlich schon fertig ist. Ich glaube, so viele Wörter hat dieses Wahlprogramm nicht einmal. Kann mal jemand von meinen Zuhörern nachzählen? Ich würde ja gerne unsere Annalena nachzählen lassen, aber 5 plus 2 plus 1 macht bei Annalena 7. Ich glaube, der Satz des Pythagoras wird von Annalena auch noch umgestellt. Na jedenfalls, haben sie einen Antrag gestellt, also sie, die grüne Jugend, dass die Mieten nicht mehr so teuer werden. Haben sie recht. In einem weiteren Antrag wird gefordert, dass Flüchtlinge sich künftig aussuchen dürfen, von welchem Land in der EU sie aufgenommen werden. Naja, da liegt doch die Antwort gleich auf der Hand, welches Land das sein wird. Und natürlich auch zur Klimakrise ist ein Antrag eingebracht worden. Laut dem Antrag solle man einen grundsätzlichen Neu- und Ausbaustopp für Autobahnen anstreben. Stopp, alles Stopp, Leute. Stopp, Stopp, Stopp. Verboten, Stopp, verboten. Stopp. Zudem müsse der CO2-Preis im Jahr 2023 doppelt so hoch sein, wie vom Bundesvorstand veranschlagt, bei dann 120 Euro pro Tonne. Und der lustigste Antrag ist natürlich der Antrag, dass im Wahlprogramm der Titel geändert wird. Deutschland, alles ist drin, soll nicht mehr dastehen, sondern nur noch alles ist drin. Leute, nachdem das Wahlprogramm steht und jetzt 3000 Anträge nochmal eingegangen sind, da frage ich mich, wie diese, meiner Meinung nach, schlechte Pfadfindertruppe ein Land mit 80 Millionen regieren möchte. Ich würde sagen, die kannst du alle schicken, wenn du mal nichts brauchst. Und bei unserer Annalena ist das so. Wenn Annalena anfasst, ist das natürlich so, als ob drei Mann loslassen. Naja, und unser Ronny hat ja auch nichts mehr zu sagen. Der soll laut Annalena lieber Schweine und Kühe züchten. Das war harter Tobak von Annalena. Aber Leute, naja, gut, wie bestellt, so geliefert. Ich persönlich denke, unsere Annalena wäre gut aufgehoben, wenn sie keine Staubsaugervertreterin wird, sondern eine Vertreterin für Zäpfchen und Hämorrhoidensalbe. Das war Sven vom Politikstammtisch. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über ein Abo freuen wir uns natürlich. Bleibt gerade und bis bald.